Moin zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf diesem Kanal. Leute, wir spielen The Line. Das ist im Juni 2020 im Steam Workshop erschienen. Und ja, es gibt es leider nur auf Englisch. Ich werde versuchen, ein wenig zu übersetzen, aber vorlesen ist natürlich immer drin. Gut, also Kapitel 1 und wir playen. The Line. Loading. Yes. Die Linie laden. Übersetzt. Okay, reicht. Oh, Chapter 1. Looking for Line 14. Genau, ja. Okay. Ich erzähle mal noch nicht so viel dazu. Ich konnte leider, das habe ich vorher ausprobiert, die Mausempfindlichkeit nicht niedriger stellen. Das heißt, es könnte sein, Save Game. Aha, das war schnell. Es könnte also sein, dass das ein bisschen zuppelig wird hier. Mal gucken, was geht. So, wie war das mit E? Nee, press F to read. Gut. Home One Survivors Line Start. Okay, da sind drei Leute. Silvia, Sergio und Jan. Survivor House One. Ja, wir leben hier in Survivors Houses, die The Line genannt werden. Health and Safety Report. Accept the rules, complies with them. Partners, Sergio's Partner. Okay, Familie. Und Jens, das ist eine ganze Familie. Gut. Suitable for the island? Yes. Okay, bei Sergio. Problems. Insecurity assumes well the rules. Okay, gut. Okay, accept the rules and complies with them. Healthy subject. Healthy subject. Dass das healthy subject genannt werden muss, ne? Kann ich eigentlich die Laterne ausmachen? Nee. In Inventory habe ich auch nicht. Gut. Okay, sind noch verschlossene Türen. Komme ich da ran? Nicht mit Linksklick, mit E? Nein, mit X? Oh, mit X kann ich die Laterne ausmachen. Okay. Gut, komme ich hier ran? E? Nee. E, I? Wie ging das noch? Weiß ich nicht. Ich habe es schon mal rausgefunden. Wir gehen erstmal weiter. Wahrscheinlich sollen wir erstmal andere Punkte erreichen. Okay, es sieht alles. Ach du liebe Zeit, lass uns mal gucken. Gut, wir wohnen ein bisschen unordentlich. Vielleicht auch ein klein wenig marode. Bisschen. Okay, und da sind wir schon, was der Titel dieses Spiels halt eben ist. Also, was in der Beschreibung stand. Ja, die Sache mit dem Klima hat funktioniert, wie man sieht. Die Ozeane sind gestiegen und die Lines sind halt eben Zufluchtsorte für Menschen, die, ja, die überlebten. Press F to read. Gut, machen wir gerne. Also, mal gucken, was haben wir hier? Bin ich nah genug dran? Newsletter from the Line. My name is Irene Abraska. I'm head of Line Number 14, Island 8. Okay, also es gibt mindestens 8 Inseln. For those who don't know the lines, due to, ach, wir kriegen das nochmal alles erklärt. Due to the almost total flooding of the land surface, there were created 10 islands, oh meine Güte, nur 10, that are not yet underwater. Two supply lines for each island with a total of 20. Klar, 10 islands, 2 lines pro Supply Lines mit einem Total von 20. Oh, habe ich das vielleicht falsch interpretiert? Das Ziel Supply Lines, the line, das ist ein Supply. These lines are dedicated to counting survivors, providing them with primary care and as far as possible assigning them habitable housing, where population control can be maintained and where they can get what they need. Okay, das sind Versorgungslinien, diese Lines. The final idea is to transport everyone to their assigned island and create a community. Müssen die nicht ein Interesse haben, so grundsätzlich, naja, sich zusammenzurotten? Ich meine, die müssen ja auch mit Nahrung versorgt werden, mit Wasser und allem Möglichen. Everyone to assigned island and create a community. To do this, we must all collaborate and listen to those responding for the lines as well as their workers. There are three people in your line. Irene, head of the line, responsible for communication with the other chiefs. Julia, a health worker experienced in pandemics and with notions of psychology.
Und Andre, responsible for security and supply management. We are at your disposal for further information. Thank you very much. Okay, also diese Familie, die hier wohnt, besiedelt offensichtlich nur diese Wohnung. So kommt es mir vor. Aber es gibt noch mehr Leute hier. Ja, meine Güte. So, hier haben wir auch noch die Probezeit. Okay. Also mit Überflutung, okay, und dass das alles hier marode wird, kann ich mir auch gut vorstellen. Und dass die Natur sich das zurücknimmt, la la la. Aber wer hat das hier verursacht? Oder was? Sieht hier wie eingestürzt aus, ne? Die sprachen hier von Communication, ob das hier mal, also Stromversorgung vielleicht, möglicherweise auch Antenne? Fragezeichen. Oh je, oh je, oh je. Und es sieht alles sehr marode aus. Ja, natürlich. Herr Andre, it's Sylvia. Here comes a count of lights that are still on at night. They are fewer and fewer and disappearing every day. Can you tell me what's going on? Why is everyone leaving? Wohin lieben sie denn? Und woher bekommen sie Strom? By the way, we need you to look at the kitchen ceiling. There are some big cracks. Ja, die haben wir gerade gesehen hier. Ja, ist schon ein kleiner Crack da drin. Warte mal, ich nehme es mal auf schwarz. Big cracks, if you need me, I'll be on the balcony that's going in on the left. I spent most of the day there. The balcony that's going in on the left. Das eingekreiste da in dem linken Haus. Weiß ich nicht. Oh, sonst ist hier aber nichts, ne? Ja. Kisten. Wer ist da? Hallo? Was war das denn? So, jetzt könnte ich vielleicht doch wieder die Taschenlampe gebrauchen. Okay, ein paar Bücher. Pappe. Verpackungsmaterial. Ja, okay. Nee, da ist sonst nichts. Verpackungsmaterial. Okay. Gut, was haben wir hier? Ein Bild. So mag es früher ausgesehen haben. Ganz viel früher. Aber das ist schon lange nicht mehr. Oh, jetzt komme ich mit Eda rein. Okay, ein Badezimmer. Ein Badezimmer? Ja, stimmt. Noch ein Thema. Nicht nur Energieversorgung, sondern auch Abwasser. Wasserversorgung und Abwasser. Okay, ist hier irgendwas hinter der Tür? Nö, aber schön laut ist sie. Wer war das? Ich weiß nicht, das war der Wind. Gut, hier geht es noch in einen anderen Raum hinein. Das ist auch schön, ne? Ein Bad, ein Innenbad ist ja jetzt erstmal nichts Ungewöhnliches, aber mit einem Fenster zum Nebenzimmer. Ich dachte, ich gucke dir mal beim Duschen zu. Toilette. Kann aber nichts weiter machen. Eine Dusche. Sieht erstmal sehr nett aus, sieht vor allen Dingen auch sauber aus. Davor jetzt nicht so. Achso, das ist nur Gras, was da ist. Was ist das denn? Keine Ahnung. Puh, meine Güte. Kann ich hier eigentlich auch was rumähen? Nee, kann ich nicht. Sorry, ich hab. Entschuldigung. Okay, Tür ausgehängt. So heißt das, dass ich jetzt in die anderen Räume auch reinkomme. Keine Energie, wie es scheint. Ich komme. Okay, noch mehr zu lesen. Ein Schlafzimmer. Ich schließe mal die Tür, um zu gucken, ob dahinter was ist. Ist aber nicht. Mehr von diesen Büchern und mehr, nee, nicht Geschichte, sondern doch Geschichte. Oh, okay. Drawing Jan. It's been a long time since I've seen other kids. Mom says it's normally since we can't go outside. Wieso könnt ihr nicht rausgehen? Still, I'm not too bored with my parents at home all day. They almost always have time for me. Ja, Even though they are always the same people, they come from the sea, I guess. Even though I really don't know. Sind es jetzt deine Eltern oder nicht? They leave us a bunch of boxes and walk out a door that's always locked. I'd like to know what's behind it. Maybe there are other kids.
Dad keeps the key in a safe. He doesn't know. But I know how to open it since I've been seeing him to do it. It's only three numbers. Drei Nummern. One day, when I'm older, I'll open it and leave. I'm sick of being locked up here. Okay, ihr seid hier im Lockdown. Okay, warum? Also, müsstet ihr nicht ein Interesse daran haben, F to read? Nee, das ist wieder nur das. Müsstet ihr nicht ein Interesse daran haben, euch mit allen anderen Leuten zusammenzuschließen oder so? Weiß ich nicht. Hier haben wir auch noch einen Raum. Okay. Das war mal... Ah, da ist der Safe, von dem die Rede war. Und da soll es einen 3-Digit-Code geben. Warte mal, ich mach das hier erstmal wieder zu. Geht nicht? Warum nicht? Warum nicht? Hallo? Oh, so geht's. Okay. Aber auch nichts dahinter. Scheint immer wieder dieselbe Tür zu sein. Okay. Dead mit einem 3-Digit-Code. Ist die Uhrzeit da wichtig? Nee. Was ist das denn da? Have to read. Sergio's Diary, First House. Warte mal, ich mach das mal aus, denn das ist leichter zu lesen. Just today, it's been a year since we are assigned this floor. A whole year. Ein Jahr sind sie also schon hier. Okay. To tell you the truth, I didn't think we'd last that long. In the lines, there's a girl who's a nurse. Her name is Julia. She's the only person in the line who I more or less trust, because the others don't give me a good feeling. Ja, du, die werden verzweifelt sein oder so. Andre, who is in charge of security and supplies, strikes me as overbearing. I understand his position may have certain antisocial implications, but does he really have to be so stupid? Ja, es waren schon immer die Lauten, ne? So, just today, the guys on the line told us about a possible move to the island. Okay, es gibt ein Island, es gibt noch Landmasse, Fläche, wo man hingehen kann. We know about the existence of the island, that island, since I where a lot of supplies are stored, but I can't believe it's all going to be so easy. How many people are in these buildings? How much, aber da kann das sein, wir haben ja vorhin gesehen, die lieben. Können die irgendwo abgeholt worden sein, um dorthin gebracht zu werden? Hm, das hätte irgendjemand doch mitkriegen müssen. How much space is on that island? Und wie stellt ihr die Versorgung sicher? Das ist die interessante Frage. Will there be supplies for everyone? We don't know what lies beyond these walls. Maybe it's time to get out. Besides, the roof is starting to crack above in the kitchen. Ja, das haben wir gesehen. One of these days everything falls down and nobody seems to care at in the least. Ja, ihr müsst euch schon selbst darum kümmern, ne? The only way out is through the door in the next building. If they don't listen to us, I'll take Sylvia and we'll leave, since I have the key in my safe. So I hope that this migration they are all talking about will suddenly happen. Oi. Okay. This migration will happen. So. Also wir müssen, bin ich ziemlich sicher, den Code für den hier finden, ne? Kann ich das? Left click to press button, press delete to reset the password. Ja, aber... was war das? Press D to reset the password, E to open the safe. Error code, natürlich ist es das. Ja, weiß ich noch nicht. Müssen wir noch herausfinden. Das ist Sergio, ne? 14.8 vielleicht? Nee, wohl nicht. Die liegen ja alle in 14.8. 43? Keine Ahnung. Nationality Spain. Survivor House 1. 14.8. 1.43. Können wir ja mal probieren. So, 14.8. Oh, warte, das war falsch. Warte. Nochmal. Delete to. Was? Delete? Okay. So. 14.8.
Und dann E. Kein E? Error Code. Nochmal, habe ich es eben falsch gemacht. 4 ist ein bisschen schwierig zu treffen. Nein! Oh. Error Code. 14. 8. Jetzt. Error Code. Was war das? 1,43? Oh. 1, 4, 3. Nein. 4, 3, 1. Auch nicht. Okay, gut. Werden wir schon finden. Gut, werden wir schon finden. Aber offensichtlich nicht jetzt. Da ist auch noch ein Raum. Warte mal, kann ich diese Tür schließen? Diese Tür kann ich nicht schließen. Okay. Aber diese kann ich öffnen. Ach, das ist der, ja, der Raum hinter dem Bad, ne? Okay, irgendwas Interessantes hier? Nee. Guck mal, das Wasser ist ringsherum. Ach, und da sind die Häuser, die wir auf der Zeichnung gesehen haben. Mit den Lichtern oder halt eben nicht. Muss ich Taschenlampe sparen? Ich weiß es nicht. Oh, meine Güte, ey. Die sind komplett versunken. Oh, meine Güte. Da braucht nicht viel passieren und die werden einfach umkippen, weil das Wasser wird die ja auch marode machen. Was ist mit größeren Wellen, mit Stürmen? Ach, die liebe Zeit. Okay, aber da gibt es erstmal nochmal was zu lesen. Das ist gar nicht das Bad, ne? Nee, das ist der... Ja, dieser Raum ist das, okay. Aber da muss es ja noch einen Raum geben. Weil hinter dem Bad war ja auch was... Okay, erstmal, was haben wir denn hier? So, Sylvia's Diary. I'm not feeling too good today. Luckily, Julia, the health worker on the line, von der haben wir gerade schon gelesen, left me some pills, which she says are for everything. Aha. I guess I'll have to listen to her since I can't get a second opinion. Haha. One day, he was talking to me. He? Julia ist doch ein Mann. Eine Frau. So, und nicht ein he. He was talking to me for a long time. He asked me how I felt about everything that was happening. I answered him that I was only worried about our son Jan. Since at his age... Jan? Da müssen wir gleich nochmal nachgucken. Since at his age, without our other children locked up in a house, I don't want to imagine what could be affecting him. Ja. Es ist ja nicht so, als ob ihr eine andere Wahl habt, ne? I tried to talk to Andre again today, but he's a very serious man. He doesn't usually answer questions and just tells us what to do, and I'm not going to complain either because he is dedicated to security and refueling and he is helping us a lot in his own way. By the way, before I forget again, Jan has done one of those strange drawings with many colors and shapes. While he's drawing them, he sings a lot, in which he quotes the same three colors as always. What was it? Ah, red, yellow and green. The truth is, I'm getting more and more worried. I have to tell Julia. Red, yellow and green. Kann das ein Hinweis sein? Drei Farben, sein Drawing, warte mal, jetzt, hier, da möchte ich nochmal eben gucken. Doch, er heißt Jan, okay, alles klar. Wo habe ich da noch die Zeichnung gefunden? Nicht hier, hier, ne? Da war, glaube ich, die Zeichnung. Jetzt, oh, warte mal. Okay, red, yellow and green. Also, rot haben wir zweimal. Red, yellow ist auch dreimal. Und grün ist zweimal. 2, 3, 2, kann das sein? Red, 2, yellow, 1, 2, 3. Und green, ja, die Hose vielleicht, ne? Also 1 oder 2. Wenn man die Hose mitzählt oder nicht. Okay, also 2, 3, 1 oder 2, 3, 2. Wie lege ich es weg? So lege ich es weg. So, und jetzt hier. Mal gucken, ob das passt. 2, 3, 2, 2. Nee, das war's nicht. 2, 3, 1. Das war's auch nicht. Zu schade. Das wäre so einfach gewesen.
Okay, gucken wir mal, was es hier sonst noch so gibt. Obwohl, wenn, dann würde ich wohl den Safe-Code hier finden, ne? Da geht's runter. Oh, wir können nicht weiter runter. Ist da denn schon Wasser? Warte mal. Nee, sehe ich nicht. Wir können auf jeden Fall nicht runter. Gut, gehe ich mal nach oben. Safe Game. Okay, hier war irgendwas Cooles. White Floor, ja. Da geht's raus. Ich nehme erstmal diesen Ausgang. Ah, wenn wir gleichermaßen rauskommen. Ach du liebe Zeit. Um Himmels Willen. Oh, weia. Und auf der Seite ist wahrscheinlich ein ähnliches. Ach du Scheiße. Ja. Könnte gut sein. Wir kommen da auf. Cool. Kommen wir hier auch drauf? Was ist denn das für ein verdächtiger roter Button? Das ist gar nichts. Komme ich hier drauf? Nee, da komme ich nicht drauf. Vielleicht über das Geländer? Nein, das geht leider nicht. Okay, schade. Komme ich da irgendwie dran vorbei? Nee, komme ich nicht. Na gut. Wenden wir uns mal dem anderen Haus zu. Liegt hier noch irgendwas rum? Sieht nicht so aus. Ja, das könnte uns auch leicht passieren. Kann ich runterfallen? Nicht zum Glück nicht. Huh. Das könnte uns ja auch bald passieren, ne? Es spricht alles über die Klimakatastrophe, über die Klimawende. Katastrophe noch nicht so. Geht so. Was hängt denn da? Warte mal. Kommt drauf an, wen du fragst, ob über Katastrophe oder Wende gesprochen wird. Aber sieht aus, als wären wir auf einem guten Wege dahin, ne? Okay, ja, das haben wir gesehen. Das sieht mir hier irgendwie zu rund aus. Könnte irgendwas Umgekipptes sein, bla bla, weiß ich nicht. Okay, und hier kommen wir. Oh, ups. Entschuldigung. Okay, jetzt aber. Das andere Haus, und da soll es die Tür geben. Die Tür. Was ist das? Das sieht merkwürdig aus. Okay, war wahrscheinlich nur angeklebt. Hier sind noch mehr Türen. Oh, the door is locked. Okay, schon gut, ja. Schon gut, schon gut, schon gut. Was ist hier? Da ist gar nichts. Und da? Nee, geht auch nicht. Also die einzige Tür, die offen ist, ist diese da auf der rechten Seite. Was steht da? Boah. Newspaper. Oh, das ist einfach nur ein Newspaper. So, und hier ein Fenster. Mit einem, ist das ein Fliegengitter davor oder so? Drei. Ich bin immer noch auf der Suche nach dem Code, ne? Aber das ist wohl nix. Okay, mehr gibt es hier nicht zu sehen. Na schön. Es gibt tatsächlich nicht mehr. Hallo, ist jemand da? Niemand ist da. Okay. Ja. Dann, ja. Okay. Wir brauchen den Code. Papier, dass es nicht schon längst vom Wind alles weggeweht wurde, ne? Da oben. Ja. Vögel, Löwen. Ja. Null. Aber mehr. Ist denn hier hinten noch was? Hier in der Ecke? Nein, hier ist gar nichts. Gut. Mir scheint, wir haben keine andere Wahl, als erstmal nach dem Kopf zu suchen, um weiterzukommen. Na gut. Hüpf, hüpf, hüpf. Okay, so. Genau, was wollte ich noch machen? Also die Farben waren es nicht. Das war. Nee, da war doch noch was, ne? Hier, bringt uns das weiter in Sachen Code? Okay, 2. Nee, das ist nichts mit 3, ne? 2, 2, 1. 1, 2, 3. Und 2 eingekreiste, das hat nichts damit zu tun, ne? Warte, nochmal den Text lesen. Nee. Ist das da was? Nee. Kann ich hier etwas öffnen? Da kann ich gar nichts öffnen. Okay, hier? Nee, auch nicht. Nein. Leider nein. Nun. Hier war gar nichts drin, ne?
Also so überhaupt gar nichts. Sieht nicht so aus. Kann ich eins der Bücher nehmen? Nee. Wäre auch komisch gewesen. Ah, nun. Ups. Ach, warte mal, die Tür. Kann ich die irgendwie anschubsen oder so? Da kann ich gar nichts mitmachen. Da ist auch nichts dahinter versteckt. Und hier ist nur das Bad. Guck mal, da ist noch ein Raum dahinter. Da würde ich gerne hin. Da scheint doch... Ist das eine Tür? Das scheint doch eine Tür zu sein. Wie komme ich dann zu der Tür? Hier. Ach, da ist doch die Tür. Oh. Hatte ich doch tatsächlich übersehen. Ist ja wohl ein Ding. Okay. Oh, ein Wasch... also ein Hauswirtschaftsraum. Der sieht sogar verhältnismäßig aufgeräumt aus. Aber da kann ich nichts mitmachen. Keine Energie hier. Die waschen ihre Klamotten nicht mehr. Wozu auch? So, und wir haben einen super Ausblick an die Fenster. Können wir da irgendwie ein Lichtzeichen geben? Können wir schon? Sieht aber keiner. Oder antwortet niemand? Nee, gar nichts. Oder muss ich die richtigen Fenster finden? Das wäre aber sehr... Nee, das kommt mir zu willkürlich vor. Nee, vermutlich nicht. Ne? Ich kann es natürlich auch von oben vom Dach aus probieren. Aber nun, ist hier etwas hinter der Tür? Warte, so. Tür schließen, ne? Geht nur von der Seite. Jawohl. Jo. Das war super. Na gut. Da leuchtet doch was, ne? Guck mal, die leuchtet doch. Ist sie fertig? Kann ich da was rauszuppeln? Nee, sieht nicht so aus. Okay. Immer noch auf der Suche nach dem Code. Immer noch auf der... Ups. Immer auf der Suche nach dem Code. Also. F. 14. 8. Das hatten wir schon. 10, 20. Nee. Das bringt uns nicht weiter. Der Junge ist der entscheidende Faktor, ne? Der Junge ist der entscheidende Faktor. Also er schreibt, es ist ein 3-Digit-Code. The three numbers. One day when I'm older, I open and leave the stick. Okay, wir haben mehrere Farben. Die Mutter schrieb dort irgendwas, dass er red, yellow, also rot, gelb und grün malen würde. Rot haben wir hier zweimal. Einmal bei der Hand des Mannes und einmal bei seinem Schuh. Dann haben wir Yellow, das Hemd und der Stuhl auf der rechten Seite. Und Green? Nee, warte mal. Red, Yellow und Green war es, ne? Oder war es Red, Yellow und Blue? Warte, muss ich nachgucken. Das war hier, oder? Da, ja. F. Nee, das war es nicht. Wo war das? Das war hier. Hier war's. Das ist ihr Tagebuch. Red, Yellow and Green. Doch, es ist Red, Yellow, Green. He sings a song in which he quotes the same three colors are always. What was it? Red, Yellow and Green. Red, Yellow, strange drawings with colors. Colors and shapes. Warte mal, shapes könnten auch noch ein Hinweis sein. Nee, warum laufe ich immer in das falsche Zimmer? Da. Shapes könnte... Das ist nicht dieses Bild, ne? Weil das hier ist ja ein ziemlich realistisches Bild. Red, Yellow and Green. Und Green haben wir einmal oder zweimal dran. Einmal die Hose vom Kind in der Mitte und einmal an den Haaren da oben bei der Mutter auf der rechten Seite. Da ist auch nochmal Grün drin. Aber das ist ja nichts Wildes mit Color and Shape. Nee. Shapes. Da könnte sie damit meinen, dass die Köpfe so komisch gemeint,
mal 10. Halt, warte mal. Red. Yellow. And green. Red. Also yellow. Könnte auch sein. Yellow haben wir dreimal. Da ist ja auch noch dieses Ding auf dem Tisch. Könnte das eine 9 sein? Green ist bei der Mutter ist eine 6. Und yellow. Oh. Yellow, der Stuhl. Umgedrehte 4. Und wenn ich mir nur das Hemd des Mannes angucke. Puh. Nee, weiß ich nicht, habe ich keine Assoziation mit. Also red, yellow, red. Yellow, warte mal, 6. Da, doch, es steht ganz deutlich. 3, 9, 6 ist es. Doch, guck mal, die blaue Umrandung am Körper des Mannes. 9 in lila um den Kopf des Kindes und 6 das grüne. 3, 9, 6. 3, 9, 6. Damit gehe ich mal ins Rennen. 3, 9, 6. E. Mist, Error Code. Red, Yellow and Blue. Vielleicht ist es einfach auch die Reihenfolge. Red, Yellow and Blue. Red haben wir irgendwie gar nicht. Yellow, oh. Okay, Blue am Schluss, die 3 am Schluss. Aber die anderen passen ja auch nicht dazu, ne? Also Yellow würde ich schon als 9 nehmen. Dann gehe ich mal nicht mit dem Kopf des Kindes, sondern mit dem, obwohl, da ist ja auch lila, ist da auch eine 4 unten links. 4. Das F um die Hand des Mannes sieht auch komisch aus. Aber assoziiere ich keine Zahlen mit. Red, Yellow. Was kann denn noch als Yellow interpretiert werden? Also da würde ich sagen, Yellow würde ich sagen, ist die 9. Und Blue ist die 3, also 9, 3. Red, Yellow. Was ist Red? Weiß ich nicht, muss ich ausprobieren. Red. Ja, 9-3. Also irgendwas 9-3. Habe ich keine Assoziation zu. 4-9-3. Sollen wir das mal probieren? Wir können alle Nummernfolgen ausprobieren, ne? 4-9-3. Nimmt er nicht? Error Code. 4, 9, 3. Error Code. Okay, ich probiere es einfach durch. 1, 9, 3. Error. 2, 9, 3. 3, 9. Das war falsch. 3, 9, 3. 4, 9, 3. Nein. 5, 9. Red, Yellow und Blue. 6, 9, 3. 7, 9, 3. Das wird noch ewig dauern hier. 8, 9, 3. 9, 9, 3. Und letzte 0. 9, 3. Das war's auch nicht. Okay, ich finde das mal. Kind. Press F will ich gar nicht. Okay, aber irgendwie, das ist es schon, ne? Gut, ich finde das bis zum nächsten Mal raus. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.